Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lara at the Movies. Wir betätigen diesen Hebel und eröffnen natürlich das. Und da ist auch wieder ein Pirat mit einem Holzbein drin. Und, aha, da geht es wohl irgendwo hoch. War aber nett vom Piraten, dass er uns das gezeigt hat. Ach, ich vergesse immer, dass ich hier ja nicht lang kann. Der klingt schon so, als wäre er voll nah. Aber wirklich extrem nah. Warte mal, ich springe einfach von hier aus ins Wasser. Vielleicht ganz ein ist vielleicht viel einfacher. Der klingt echt, als wäre total nah. Und ich muss noch irgendwo dieses eine Item einsetzen. Fragt sich nur, wo? Und ich glaube, ich werde einfach mal gucken, ob ich den Piraten auch mit meinen Granaten erledigen kann. Wie viel Munition habe ich eigentlich noch für die Granaten? Ah, 13. Nehme ich lieber die Shotgun. Ist denn da noch irgendwo? Vielleicht kann ich den ja auch einfach umgehen. Ach so, das ist einfach nur ein Gang. Dahinter geht es gar nicht weiter. Also. Geradeaus meine ich. Oh, da bist du ja schon. Da bist du ja schon. Da bist du ja schon. Ja, jetzt machst du das. Oh, herrlich. Aber du lässt ja nie was da, ne? Was? Nee, schade. Schade, schade, schade. Ich denke mal, die Schatzinsel wird auch nicht mehr so lange gehen. Ich denke, wir sind jetzt so langsam auf der Spur, dass wir es so gut wie fertig haben. Da bin ich jedenfalls sehr gespannt. Ah ja, das sieht mir doch sehr nach Ziel aus. Bin ich jedenfalls sehr gespannt, was uns im Kino dann erwartet. Nach dieser schönen Sprungaktion beim letzten Mal. Oh, der ist ja schon erledigt. Vergesst mal, dass die da meistens nur zwei Schuss brauchen. Von der Schrot. Okay, hier ist ein Hebel. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Ah, das wird das da öffnen, das Tor. Wow, 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 nee. Nee, 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 für euch nehme ich was anderes. Seid ihr bitte ein bisschen näher zusammen? Ey, nein, ich hab eine ganz andere. Ich hab doch die 5 gedrückt. Die 5 sind ist doch Granatendings, ja. Geht doch. Ja, da ist auch nochmal ein Hebel. Also hier sind mehrere Hebel. Ja, mehrere Tore habe ich nämlich auch gesehen, als ich dran vorbeigelaufen bin. Okay. Ein Hebel hatten wir ja schon gesehen. Ist hier vielleicht noch irgendwo? Also es muss ja. Ich denke mir, dass da noch ein paar mehr. Ach so, hier oben ist auch noch einer drauf. Dann betätige ich den mal, der da unten ist. Kam ich von hier? Ja, von hier kam ich. Oh. Ich dachte, ich käme von diesem rosanen, was da vorher war. So, den Hebel. Auch wenn ich schon sehe, dass da wieder einer angerannt kommt, denn das ist schon wieder so Freude pur. Das ist wieder schon so ein, oh, ist das aber nett. Aber der ganze Schatz, er könnte uns alleine gehören. So, von hier aus komme ich nirgendwo hoch. Und hier? Sieht mir auch so irgendwie. Doch, ist doch nur Dekoration, glaube ich. Ja, nee, wird nichts. So, und dann nur noch hier hoch. Und
dann drauf. Ist jetzt nicht sonderlich schwer. Oh, zwei. Direkt. Ja. Das freut mich doch. Das freut mich doch sehr. Oh, die sind ja schon hier. Oh, verdammt, ich habe ja noch den ausgerüstet. Oh nein, ich lade nochmal. Wegen solcher Dinge lade ich. Ich dachte, ich hätte die Schrot ausgewählt. So, du bist schon mal. So, und du bist auch erledigt. Ihr lasst einfach nichts übrig. Also ihr hinterlasst einfach nichts. Das ist nicht nett von euch. Ganz und gar nicht. Und ich hänge einfach, wie ich einfach an diesen blöden Pflanzen immer hängen bleibe hier. Sind aber auch dezent wenige, ne? Also die Map, das ist jetzt so eine Entspannung. Also das haben sie gut gewählt, dass sie die Flucht der Karibik als erstes und diese dann als zweites gemacht haben, weil das ist eine richtig schöne Entspannung. Im Vergleich zu Flucht der Karibik. Ist einfach so. Hier? Ah. Da sieht mir doch was nach was Wichtigem aus. Wenn das auf so einem kleinen Podest drauf ist. Sonst ist ja nur halt ein Haufen Schätze und so weiter. Und wofür interessiert sich Lara für das da? Ja, und damit haben wir Kino 3 abgeschlossen. Und sind jetzt wieder hier zurück im Kino selber. Also im Movie Theater. Ich traue ehrlich gesagt solchen Böden nicht, ne? Okay. Irgendwie ist das gerade ein bisschen seltsam. Oh, das geht ja von allein. Oh. Sag mal, sehe ich dahinter auch irgendwelche Gänge? Ja, das ist. Oh, das ist. Oh, ist das gemein! Das ist ja. Oh, das ist krass, das ist genial! Und zwar ist das so ein Labyrinth, wo du durch Türen gehen kannst, die sich dann halt von alleine öffnen, aber einen anderen Weg versperren. Oh, das ist cool. Gut, dass ich vorher noch gespeichert habe. Also, die öffnen sich halt anscheinend auch nicht immer. Aber das ist awesome. Das ist richtig, richtig cool. Das ist eine richtig gute Idee. Durch diese kleinen Nischen können wir halt auch leider nicht. Die sind einfach zu niedrig zum Reinkrabbeln. Das ist wie mit dem Kompass. Das hat sich irgendwas anderes? Ach, das hat sich jetzt geöffnet. Das ist cool. Das ist richtig, richtig gut. Muss man halt nur gucken. Also vielleicht öffnen sich nicht unbedingt die Türen immer irgendwie, wenn man dagegen läuft. Ah, Kamera. Ich bleib einfach kontinuierlich an dieser Ecke hängen, einfach nur, weil ich es nicht sehe. Okay, jetzt hat sich die hier geöffnet. Also ich laufe einfach mal ein bisschen. Ich guck mal, was es mir bringt. Ah, die hat sich jetzt zum Beispiel auch geöffnet, aber diese ist zu. Ich habe absolut keine Ahnung, welche sich durch was auslöst. Aber so ein Rätsel ist genial. Hier, das ist immer noch zu. Das ist so. Ah, jetzt ist das da offen. Ach, verdammt. Nicht so offen, wie ich es gehofft hatte. Gucke ich mal hier bei den Anfangdingern. Die sind auch noch so. Okay.
Das wird ein Weilchen in Anspruch nehmen, glaube ich. Oh, guck mal, was wir haben. Ich glaube, wir haben den Ausgang geschafft, gefunden. Keine Ahnung, was auch immer. Da haben wir auf jeden Fall den dritten Stern. Und jetzt hat sich nochmal was geöffnet. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, da geht es raus, ne? Also das Ganze. Ich habe ja eigentlich gedacht, man müsste gegen die Türen laufen, dann öffnen sie sich von alleine. Nee, das hat mit diesen Bodenplatten zu tun. Und das hat mich jetzt auch einen Moment gebraucht. Ich habe einmal nochmal neu gestartet. Weil ich der Meinung war, ich kam nirgendwo mehr weiter. Aber wir sind hier wieder im Kino zurück. Also komplett und ohne Wölfe. Ich hoffe, dieser eine Wolf, der damals hier war, der ist weg. Ja, jetzt brauchen wir bloß noch den Weg wieder nach oben, uns zu ebnen. Was ja auch kein Ding ist. Und dann können wir in der nächsten Folge in Kino 4 gehen. Tatsächlich. Ich bin gerade selber noch sehr erstaunt darüber, dass wir das jetzt geschafft haben und dass wir jetzt hier oben sind. Ja, Kino 4. Gehen wir dann in der nächsten Folge rein. Wenn ich jetzt nochmal wüsste, was das für Themen hat, aber ich glaube, ich habe den Zettel weggeschmissen. Ah, ich weiß nicht mehr. Es könnte irgendwie was in die Richtung Mythen oder Exorzismus, irgendwas Böses sein oder weit entfernte Galaxien oder ich glaube Kino 6 ist Feinde der Zukunft und der Vergangenheit. Kino 5 ist, glaube ich, das mit weit entfernten Galaxien und Kino 4 könnte das sein, was mir gerade so in den Sinn kommt. Naja, werden wir in der nächsten Folge dann sehen. Und ja,
Ich bin jedenfalls froh, dass die Schatzinsel doch so einfach war. Ich brauchte kein einziges Mal nachgucken. Das ist sehr, 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 sehr schön. Außer natürlich in meinen eigenen Aufnahmen, aber das war per Zufall. Und ja, was soll ich noch großartig sagen? Also ich finde es ganz gut gewählt, dass das so eine kurze war im Vergleich zu Fluch der Karibik, weil die sind alle so im selben, in derselben Zeitspanne kann man sie eigentlich lösen, habe ich so gemerkt. Zumindest bei meinen, bei mir habe ich das gemerkt. Und es war eine sehr, sehr, sehr schöne Abwechslung zu Fluch der Karibik, was einem wirklich sehr viel an Können abverlangt hat. Und insofern einen bösen Fallen waren, da war die Schatzinsel richtig beruhigend im Vergleich dazu. Es war ein richtig schöner Ausklang. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns in Kino 4 dann erwarten wird. Und ja, das dann aber erst in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss, eure Time.